So. Wenn du Protoman hast, mach mit Slashman weiter. Also Slashman ist quasi in der Weakness-Reihenfolge der nächste, das ist sehr beruhigend. Sehr beruhigend. Also erstmal kill ich Protoman. Ich glaube, geht jetzt kein Weg dran vorbei. Protoman muss sterben. Führt absolut kein Weg dran vorbei. Hallo? Darf ich mich irgendwann mal bewegen? Hallo? Mein Controller funktioniert nicht mehr und ich weiß nicht warum. Was? What the fuck happened? Kleinen Moment. Ich war doch nur AFK, wieso geht denn jetzt mein Controller nicht mehr? Input, Input Configurations. Okay. Ich mache ja mal ein Save State und starte das Ding mal neu, weil, what the fuck? Mein Controller geht nicht mehr. What the fuck happened? Cool, bis einmal kurz AFK, schon geht alles kaputt. Und ich weiß nicht wieso. Das ist ja cool. Joypad 1 enabled. Ab. Ja, erkennt er auch. Okay. Was? Mega Man 7. Load State. Den da. Ah, jetzt geht's wieder. Weird. Birds halten auch viel zu viel aus. Mein Gott, die erinnern mich an die... Wie hieß das Vieh aus Kirby? Kata oder so? Irgendwie sowas. Warum ist der aufgeladene Buster eigentlich so shit, Mann? Das ist jetzt echt eine ernst gemeinte Frage, weil warum überlebt jeder scheiß Enemy in diesem Spiel einen aufgeladenen Buster? Gibt's doch nicht. Oh, ich habe mal einen gefunden, der dran stirbt. Naja, whatever. Okay. Aufgeladener Buster macht gerade mal 2 Damage. Eins, zwei, Slide. Eins, zwei, Slide. Eins. 2 Slide. Dankeschön, mein Gott. Okay. So. Ich glaube, mit dem Bolt bin ich bisher am besten gelaufen. Nee, 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 nee. Ja, mach hin. Niemand liebt dich, Mann. Das ist doch der total coole Bruder, ne? Anstatt einem zu helfen, ist er so like, lol. Ich troll dich einfach 24/7. Are you fucking kidding me?
Wie viel tankt die Drecksnase? Gibt's doch nicht. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich einfach nur verarschen. Gibt's doch nicht. Kann man den überhaupt schaffen? So nur aus purer Neugier. Das Spiel ist einfach der größte Rotz auf Erden. Es tut mir ehrlich gesagt leid für Leute, die dieses Spiel damals gekauft haben und dachten, sie kriegen ein gutes Spiel. Die tun mir echt leid, Mann. Das ist halt absolut Bullshit. Das ist der größte Bullshit, den ich je gespielt habe bisher. Hey, hey Pocher. Er kriegt nur vom aufgeladenen Megabuster Schaden. Dude, der fucking Buster ist das ganze Spiel über das Nutzloseste. Und dann plötzlich bei fucking Proto-Arschloch ist es das Beste? Das macht keinen Sinn, nicht im geringsten. Es tut mir leid, aber nein, es macht null Sinn. Ich bin halt geslidet und das Spiel dachte sich halt, nein. Ey, es ist so ein Blödsinn, dieses Scheiß-Game. Dude, Yuki, ich bin fast deiner Meinung. Ich glaube sogar LOL ist besser als dieses Game. Und eigentlich bin ich jemand, der LOL angefangen hat, hassen zu lernen. Aber das hier ist der größte Bullshit. Mit Abstand. Und es war halt klar, dass Protoman wieder einfach die größte Rotznase im Spiel ist. Und ich schwöre, wenn seine fucking Belohnung nicht fucking 10 out of 10 ist, ne? Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich gerade keine Lust mehr auf das Game habe. Also echt null. Und ich das Gefühl habe, egal wie gut du spielst, Protoman nutzt dich einfach trotzdem.
Ja, das, was mich an LoL immer so ein bisschen gestört hat, ist, mir hat immer in LoL, also du bist in LoL irgendwann an dem Punkt, wo dir einfach die Variety fehlt in dem Spiel. Das ist halt, dunno. Das ist halt das, was mir in dem Game fehlt. Das ist genauso bei Heroes of the Storm. Selbe in grün. Hätte ich dir nun nicht gesagt, dass es den gibt, jetzt fühle ich mich schlecht. Im absoluten Worst-Case-Szenario quitte ich einfach das Spiel für heute und spiele was anderes. Du hast doch x Champs zu lernen. Ja, die Champs haben ungefähr eine Lernkurve von wie viel? 5 Metern? Ach ja, sein Buster ist ja auch schneller gecharged als meiner, ne? Da war ja was. Er ist ja Protokiller. Oh mein Gott, ich werde jetzt wieder getroffen. Oh mein Gott, es nervt. Dieser Fight nervt mich übelst, weil das Aufladen des Busters dauert Jahrhunderte. Ja, ich bin halt gesprungen, war dem Spiel egal. Der hat ja doch keine Lust, irgendwann mal aufzugeben, ne? Finally? God fucking damn it, dude. Ja, natürlich bin ich das Superior Model, weil ich nicht cheaten muss, du Spaß. Holy fuck. Toll, was soll ich mit einem dummen Shield von dir? What's your back? Ja, toll. Useless Shield, get! Yay, ich sehe aus wie Captain America, der vergessen hat, dass Farbkombinationen existieren. Okay. Sie ist positiv, jetzt hast du OP-Shield. Ja, that's true. Muss ich das die ganze Zeit ausgerüstet lassen? Ja, sobald ich irgendwie Waffen change oder so, verliere ich das Shield. Interessant. Aber es verliert halt nicht mal irgendwie, ne? Verliert halt nichts. Okay.
Danke, Game, danke. Habe ich ja natürlich total gesehen, weil da ja auch nicht, ne, Stacheln waren oder irgendwas. Immer gleich am Nörgeln. Entschuldigung, was soll ich mit einem blöden Shield? Das fängt alles ab. Okay. Dann maybe, aber gerade ist halt so meh. Auch Pfeile ins Knie. Pocher, du bist mein. Das ist mein Favorite bisher. Echt mal, fängt das Shield auch Pfeile ins Knie ab? Tell me, Chat. Willst du Shade mir jetzt echt versuchen? Yep. Ich bin so crazy. Ich hab doch das OP-Shield, kann doch nicht so schwer sein. Was ich übrigens auch nicht anwählen kann von oben und immer wieder ins Menü muss. Wie sehe ich hier irgendwas? What the fuck? Gibt's da irgendwie eine Waffe oder einen Trick oder so? Weil das ist ein bisschen redonkulos. Mit Feuer. Ja, Entschuldigung, ich habe mein Feuerzeug zu Hause vergessen. Dafür habe ich ja jetzt ein Shield. Rush-Jet wäre eine Idee. Das Problem ist, wenn da Gegner sind und ich getroffen werde, verliere ich den Jet. Mit Feuer bzw. Elektro? Was hat Elektro mit Feuer zu tun? Ich wollte eigentlich runter, okay. Dann probieren wir doch mal Elektro. Okay. Ich soll mich nicht treffen lassen? Na, das hatte ich für ein Gerücht. Fahren wir jetzt hier in die Betthöhle oder was? In den Bettmobiltower. Warum fallen eigentlich alle Items runter? Das ist ja total weird. Damn, I was careless. Oh nein, was ist passiert, Pest? Lad doch deinen Buster auf. Das Problem mit dem Buster ist, er braucht Jahrhunderte zum Aufladen und macht dann keinen Damage. I feel so stupid to have been defeated so easily. Maybe I should give up and leave Wily to you. No, we are a team. Dr. Lai will be glad to fix you up. Thanks, I'm glad that I have a friend like you. Siehst du, ich schwöre, Bess ist halt schon eher ein Friend als fucking Protoman. Protoman ist einfach nur ein Arschloch. Bup. Bup. Gucken wir doch mal hier. Mit Shield, easy peasy, Kappa. Achso, dann muss das Shield ja wieder auswählen. Kann ja nicht so hart sein. Versteck mich jetzt einfach hier hinter meinem Shield und alles ist gut.
Was? Idee. Ich bin geslidet. Ich bin wieder geslidet. Ist okay, Spiel. Just saying. Slides zählen nicht, ne? Mhm. Ne, ist okay. Kann ich behalten. Das ist Bullshit! Besonders er heilt sich! Was? Ist okay. Ja, ist okay. Er ist ein Vampir. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe jetzt super spät bemerkt, dass er sich heilt. Ich bin der Meinung, dass wenn ich seinem Shit da oben dodge, dürfte das nicht das Problem sein. Fuck! Alter, er hält sich halt so krass, Mann! Shit. Ich darf nicht in ihn reinsliden. Alter, der Heal, den er kriegt, ist halt ridiculous. What the shit? Okay. Naja, vorhin wegsliden geht, aber alles andere ist halt so meh. Und anscheinend sind halt auch alle Waffen nutzlos. Frag mich halt, ob ich mit dem Shield das Ding verabschieden kann. Barbara, die sind. Okay, das Shield blockt nicht die Shots, okay. Shield ist eine Idee, ja. Shield geht nicht. Oh, ich habe keine E-Tanks mehr. Time to get good, I guess.
Kann ich ihn nicht noch irgendwie hitten? Da. Geht er wieder hoch oder wo geht er hin? Nein! Ich bin der Meinung, wenn ich konzentriert spiele, schaffe ich denn. Auch ohne E-Tank. Muss mich nur einmal konzentrieren. Ich möchte auf jeden Fall anfangen mit... Ich glaube mit Freeze. Ja, mit Freeze ist am angenehmsten. Okay, come on. Flieg hoch. Dankeschön. Shit! Er ist super schwer mit Rap zu treffen. Was machst du? Okay. Fuck, okay. Okay,